Cool. Oh, eine andere Biene. Hallo. Kommst du mit uns mit? Wären wir Freunde? Paaren wir die mal. Oh. Mehr Bienen. Was? Nein. Och nein. Nein. Jo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Minecraft. Und heute, ja, sind wir hier stehen geblieben. Wir haben uns wieder mal in den Wald verlaufen. Ja, aber wir haben auch noch so eine Biene gefunden. Guck mal, was ich während den Start der Aufnahme gesehen habe. Ja? Hier gibt es Slimes. In diesem Sumpf. Also das ist richtig cool. Ja, die killen wir mal gleich. Ich glaube, wir machen erstmal ein Bett. Weil ich habe jetzt eine Idee. Wir werden jetzt einfach mal am Rande des Birkenwalds immer so gehen. Also so am Ende des Birkenwalds. Immer so bei den anderen Enden rumlaufen. Und ja, dann finden wir noch das Ende des Birkenwalds. Wo, ja, wir nach Hause finden. Weil wir haben ja schon, ja, eine Biene gefunden und es sind einfach viele Sachen, die ich noch behalten möchte, also ja, machen wir es mal so. So Slimes sind echt selten. Dass man die auch in Sumpf findet, wusste ich nicht, weil ich dachte, man findet sie nur halt so, ja, unten, also wenn man so weit nach unten grabt. Ah, da bist du, Biene. Wir sollen der Biene mal einen Namen geben. Ich glaube, wir geben der Biene erst einen Namen, wenn wir, ja, nach Hause finden. Erst dann geben wir mal der Biene einen Namen. Ja, wir werden die Biene aber nicht Maya nennen. Oh, oh. Creeper. Dann bauen wir uns mal hier durch. So, Spawnpunkt festgelegt. So. Wäre auch cool, wenn wir noch eine andere Biene finden. Und dann können wir unsere Biene mit der Biene paaren. Und ja, ich weiß jetzt zwar nicht, wie man durch Bienen Honig bekommt, also noch nicht, aber ich glaube, ich werde mir bald ein Tutorial dazu anschauen, aber ihr könnt mir auch mal Tipps geben, wenn ihr möchtet. So, jetzt baue ich doch diese Erde hoch. Biene, kannst du kurz weg? So, diese Erde mit dieser Fackel. So, dort merken wir es, dort ist unser, ja, unser Bett, was wir immer mitnehmen. Damit wir unsere Sachen halt nicht verlieren. Und ich bin sicher, wir werden sicher mal wieder nach Hause finden. Upp. So, wenn ich zu Hause bin, da werde ich mir eine Karte machen. Und sogar mehr davon. Denn wenn wir so am Ende der Karte laufen, dann muss ich noch eine weitere machen. Damit wir halt zurückfinden. Aber ich glaube, ich möchte schon mal so ein paar Slimes killen. Ich muss aber aufpassen, dass ich meine Biene nicht treffe, sonst mache ich sie aggressiv. Oh, ein Skelett. Alter, der ist einfach schlau, er steht unter diesem Baum. Wo ist noch der Slime? Doch ein paar Slimes gesehen. Sag ich noch ein paar Slimes. Ja. Und genau, die Biene hat jetzt auch noch so eine Chroma Hills Textur. Weil jetzt habe ich dieses Texture Pack schon mal auf 1.15 geupdatet. Und ja, ich habe es auch Optifine. Und wie ihr es sehen könnt, habe ich jetzt einen anderen Shader. Oh, noch eine Biene. Cool. Ich habe mir so ein paar ausprobiert und den Zildurs, Vibrant-Shader,
auf High, habe ich ausprobiert und ich finde, den finde ich am besten. Ja, also es kann sein, dass es ein bisschen laggt. Ein bisschen schon. Ich glaube, ich stelle kurz noch was ein. Okay. Ich stelle noch kurz was ein und dann machen wir einfach weiter. Boah, jetzt geht's schneller. Ja, Bass. Dann. Schau mal nach. Da war doch gerade eine Biene. Das habe ich doch gerade gesehen. Der jetzt wirklich mal eine Biene gesehen. Was jetzt so eine andere Biene habe ich da mal gesehen. Oha, ein Bienenstock. Da kam die Biene her. Okay, wir sollen aber nichts zerstören, weil sonst wären alle Bienen da drin aggressiv. Das wollen wir nicht. Das wollen wir gar nicht. War cool, also, dass wir so einen Bienenstock gefunden haben, ist nice. Weil das gehört zu einer der Sachen von der 1.15. Und Alter, es geht jetzt schon ganz schnell zu 1.16 oder so. Die Zeit vergeht einfach. Die Zeit vergeht. Okay, ich muss jetzt aufpassen, dass keine Monster kommen. Ja. Ich glaube, zur Sicherheit mache ich noch ein zweites Bett, weil ich zu weit entfernt bin von dem Bett, was wir, ja, da liegen gelassen haben. So. Ich mache mir noch ein zweites Bett. Zack, 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 zack. Und ein zweites Bett. Nice. Cool. Oh, eine andere Biene. Hallo. Kommst du mit uns mit? Wären wir Freunde? Oh, cute. Paaren wir die mal. Oh. Mehr Bienen. Cool. Oh, die ist so klein. Schaut sie euch an. Brauch noch was zu essen. Weil ich habe schon viel Schaden. Ich muss mal was holen. Muss aber aufpassen, dass ich die Bienen nicht treffe. Ich muss jetzt gut aufpassen. Also, falls ihr euch wundert, warum ich ein bisschen langsam spiele. Ich möchte halt gut aufpassen, dass ich meine Bienen nicht verliere. Weil wir haben ja Bienen gefunden. Sowas haben wir in der Nähe noch nicht gefunden. Okay. Nice. So, okay, alle sind noch da. Cool, neue Bienen. Davon mache ich einen Screenshot. Okay, ich will jetzt aber alle drei einen Screenshot. Alle drei. Sag Tschüss. Cool. Screenshot gespeichert. Nice, kommt definitiv ins Thumbnail. Das kommt 100% ins Thumbnail. So, ich schaue noch nach, wie lang die Aufnahme ist. Okay, schon 9 Minuten lang. Selfie geht immer so schnell. Okay, 9 Minuten lang. Ja, ein paar Minuten will ich dann nochmal nachschauen. Weil statt auf kleinem Bildschirm nehme ich das jetzt so im großen Fenster auf. Boah, jetzt lag es auch ein bisschen. Okay, wisst ihr was? Ja, für die Folge spiele ich jetzt doch mal ohne Schäler. Und ich glaube, erst in der nächsten Folge probieren wir es mal wieder. Ich glaube, das wäre besser.
Oh, eine Biene haben wir verloren. Oder haben wir eh alle drei? Eins, zwei, nein. Die dritte fehlt noch. Die dritte. Hallo. Okay. Ja, kommt alle mit. Wir machen weiter. Ich glaube, ich mach mal so. Dann kann ich die nicht verlieren. So, wir haben hier schon mal Schweinefleisch. Ich mach dir jetzt mal gleich einen Ofen, aber okay, ich warte noch zuerst ein bisschen. Obwohl, ja, ich habe schon viel Schaden. Ich glaube, es wäre sonst zu riskant. Also, ja, machen wir mal einfach mal einen Ofen. So. Ich probiere jetzt einfach mal in dieser Perspektive weiterzuspielen. Weil da können wir unsere Bienen nicht verlieren. Okay, wir packen mal das rein und haben wir Kohle? Ja, haben wir. Und eine Kohle. Kohle. Na, kennt ihr das noch aus Gronkhs Minecraft Let's Play? Ja, ihr kennt's sicher. Ich bin sicher, ihr kennt's. Ist doch das beliebteste Minecraft Let's Play. Oder auch das bekannteste, aber ja, so beliebteste, weil alle lieben dieses Let's Play. Und ich liebe dieses Let's Play auch. So, ich glaube, dass wir es in dieser Perspektive machen, ist eine gute Idee. Weil dann verlieren wir die Bienen nicht und wir können sie dadurch auch nicht aussehen, wenn wir es abbauen wollen oder ein paar Tiere schlachten wollen oder gegen Monster kämpfen. Hat nicht verlieren können. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir so ein Slime finden. Aber dann können wir so ein paar Seile machen und dann können wir unsere Bienen nicht verlieren. Ja, das wäre gut. Dann, wenn ich jetzt gegen Monster kämpfe, dann kann ich alle drei an einem Zaun binden und sie auch nicht verlieren. Und wenn es nicht kämpfe, kann ich denen auch nichts tun. Also, ja, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Okay, aber ich soll eher so den Birkenwald rumgehen. Hier kommt. Wow, Sonne geht schon unter. Oh, Bienen! Hey, da bin ich. Ich hab die verloren. Bienen! Wo ist die Babybiene? Da sind sie! Da sind beide. Nice! Dann schlafen wir hier. Ich hoffe, es sind jetzt keine Monster gespawnt. Ich hoffe, wir sind früh genug geschlafen. Weil wenn man am frühesten schläft oder wenigstens mal ein bisschen früh, dann hat man so die Chance, dass keine Monster gespawnt sind. Mhm. Wir sollen aber auch so versuchen, um den Birkenwald rumzugehen. Das sollen wir nicht vergessen. Sondern auch die Bienen nicht verlieren. Ja, wenn wir immer eine verlieren, dann läuft's nicht gut. Ja, du kommst mit uns. Du kommst mit uns. Geh nicht woanders hin. Wir gehen alle zusammen. Wir sind eine Familie. So. Dann suchen wir mal weiter. So, wir gehen mal besser so rundherum den Birkenwald. Ja, habe ich schon oft gesagt.
So. Wie sollen wir jetzt rundherum gehen? Ich glaube, ich gehe einfach. Wir gehen einfach mal da rein. Wow, hier sind viele Tintenfische. Ja. So das Tintenfischparadies. So richtige Tintenfischparadies. Ja, kommt mit. Kommt einfach mit. Okay, vielleicht hätten wir doch so anders rundherum umgehen können, aber. Aber hey, wir können eh ganz leicht da drüber gehen. Es ist so wie. Ja, so ein Loch, was ein Wurm macht. Also, um in den Apfel reinbeißen. Oder dass man einfach in ein Wurmloch reingeht und zu einem weit entfernten Planeten geht. Das wäre auch ein gutes Beispiel. So ein richtiges Wurmloch. Okay, ich muss gut aufpassen, dass ich meine Bienen nicht verliere. Weil es ist schwerer, als man denkt. Die sind halt so klein und können ganz leicht so in die Blöcke da so bums. Ja, komm mit. Komm mit. Es ist so das schwarze Schaf. Er läuft immer weg. Er denkt so, na, scheiß drauf. Ich folge nicht diesen Nachtara, ne? Ich hatte sowieso Pokémon. Ich gehe lieber zu den anderen Bienen. Und ich scheiße jetzt auf meine Frau und auf mein Baby. Ich gehe jetzt mal woanders hin. So, riecht das schwarze Schaf. Aber naja. Also wir sind jetzt eher so in Nähe eines Sumpfes. Ich glaube, das Sumpfbiom wird enden. Ja, ab hier endet es sicher. Ab hier endet es. Okay, ich soll jetzt Bienen da nicht verlieren. Ich glaube, ich baue es so. Folgen die mich noch? Hey du! Ich hasse es immer, wenn er das macht. Hey, wo bist du? Alter, ich verliere ihn immer. Das ist so nervig. Wie soll man lernen, sich zu benehmen? Okay, wo bist du? Haben wir ihn jetzt wirklich verloren? Och nö. Wir haben ihn echt verloren. Finden wir ihn noch? Ich suche noch ein bisschen und wenn wir ihn nicht finden, dann machen wir weiter. Ja, wir müssen doch weiter aufpassen, dass wir die anderen Bienen nicht verlieren. Wir dürfen sie nicht verlieren. Wo ist er? Ist jetzt echt weggelaufen? Oh. Hallo, du musst doch irgendwo sein, Biene. Ich gebe dir bald einen Namen. Und deine Familie auch. Du
stört halt immer so, wenn man Bienen mitnehmen möchte. Man muss nicht zu schnell laufen. Manchmal bei Stellen wie diesen, da muss man. Okay, dann vergessen wir ihn jetzt einfach mal. Ja, ist so schade, dass er jetzt weg ist, aber naja, machen wir weiter. Machen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, er war sowieso, ja, er wollte sowieso mal weggehen. Hey du, bleib auch. So, gehen wir jetzt einfach mal durch. Noch diesen Wald. Und dann laufen wir einfach weiter durchs Ende. Aber ich glaube, hier am Ende des Sumpfes sind wir eigentlich nahe. Okay, ich schaue so die Länge der Aufnahme an. Wow, schon 21 Minuten. Alter. Ja, das ist jetzt sicher eine langweilige Folge, aber naja, ich kann sonst nichts machen. Wir nehmen Bienen mit. Wir haben uns in den Wald verlaufen. Und ich versuche einfach mal durch eine Strategie hier rauszukommen. Und ich laufe auch langsam, damit ich meine Bienen nicht verliere. Ich wünschte, ich hätte schon so ein paar Slimes gefunden. Weil so Slimes durchbekomme ich so ein Seil. Obwohl, geht das eh nur auf ein Tier? Aber ich weiß jetzt nicht mehr, aber da war auf jeden Fall, ja, wäre schon super, wenn ich mir noch die Slimes gekillt hätte, aber ich hatte mich halt nicht getraut, weil da unten waren noch Monster und ich wollte einfach nicht sterben. Ja, kommt alle mit. Wir gehen weiter. Gehen weiter. Ich glaube, wir sind nahe. Ich mach mal die Sichtweite höher. Könnte mal ein paar kleine Lags passieren, aber puh, zum Glück kommt ihr mit. Alter, wir müssen echt aufpassen, dass die nicht weglaufen. Ja, kommt alle mit. So. Jetzt dadurch. Mhm. Okay. Das sieht jetzt gerade cool aus. Oh, es hat gerade geleckt. Oh. Also ich finde, das hier sieht einfach cool aus. Ja, wir können auch diese Kohle mitnehmen, wenn wir wollen. Ja, ich glaube, wir machen noch ein bisschen weiter und dann werden wir eh gleich am Ende des Parts sein. Weil die Aufnahme ist jetzt, also 23 Minuten sind vergangen. Ja, so. So, 5 Minuten machen wir noch weiter. Oh. Ist gleich Nacht. Puh, ihr seid noch da. Cool. Cool, cool, cool. Was? Nein! Och nein! Nein! Er kann nicht schwimmen! Oh, das ist traurig. Unsere Biene ist jetzt tot. Oh. Ach, die Lags durch die Sichtweite. Boah, das ist schade. Wir haben 2 Bienen bekommen und 2 verloren. Ich hoffe, wir finden noch mehr Bienen. Oh, das ist traurig. Das ist echt traurig. Was? Diese Lags? Ich muss noch niedriger drehen. Obwohl,
Du warst eh auch vorher. Ich glaube, es muss erst alles laden. Oh nein, nicht ertrinken. Bisschen Wasser aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass er nicht ertrinkt. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen versuchen, dass er nicht ertrinkt. Alter, dass sie so ertrinken können im Wasser, das wusste ich noch gar nicht. Vielleicht sind sie auch im Real Life so wasserscheu. Aber ich gehe jetzt hier mal nach oben. So, ich glaube, da ist noch sicher. Okay, wir gehen einfach da oben. Ja, da oben ist sicher, da ist kein Wasser. Wir müssen auf unsere Biene gut aufpassen. Aber hoffentlich finden wir noch weitere Bienen. Das wäre auch nice. Und dann können wir wieder mehr haben. So, aber dass so die zwei Bienen jetzt tot sind, das ist jetzt traurig. Ja, wir haben zwei bekommen und diese zwei haben wir jetzt verloren. Das ist schade, echt schade. Tja, aber hoffentlich finden wir noch mehr. Und diesmal passe ich mehr auf. Ich weiß halt bisher sowieso noch nicht viel über Bienen in Minecraft. Also ich weiß jetzt nicht, wie man die jetzt paart. Und muss. Oh, noch eine Biene. Die haben wieder Glück. Ja, wir haben noch eine Biene. Nice. Wow. Okay, ein weiterer Versuch mit einer weiteren Bienenfamilie. Wow, aber diese Birkenwald ist echt riesig. Da müssen wir sehr viel wandern, um nach Hause zu finden. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, das war's mit dieser Folge von Let's Play Minecraft. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr ein paar Ideen, also ein paar Namenideen für die Bienen habt, schreibt sie in die Kommentare und ja, würde mich auch freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt, so über Bienen. Und mir zum Beispiel erklären könnt, was für dieser Nektar, den ihr bei dieser linken Biene da sieht, warum dieser Nektar da jetzt gerade ist und wie man mit dem überhaupt Honig machen kann. Also bitte gebt mir diese Tipps oder ich schaue mir jetzt selbst ein Video dazu an. Aber ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!